Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shin Megami Tensei. Tensei. Das klingt wie irgendein Angriff aus Bleach. Nein, es war Naruto, genau. Der irgendein Angriff von Pain war das, glaube ich. Naja, egal, das hat nichts mit dem hier eigentlich zu tun. Und zwar darf ich mir jetzt einen von ganzen 8 Personen aussuchen, mit denen ich reden will. Ich nehme noch Azuru und Kisuke. Ich weiß immer noch nicht genau, was passiert. Ist irgendwie was genaues in der Laplace-Mail? Station Body will rain out. Als Mari. Okay. Once against Demon Tamer, Victim Dead. Das habe ich verhindert. Demon Tamer has become more activated. Okay, da stand also nichts genaues, dass irgendwie noch jemand sterben sollte. Mit Izuna habe ich jetzt irgendwie keinen Bock zu reden, ernsthaft. Ich glaube, ich rede mit Amane. Dein Auto ist bereit. Es sieht so aus, als ob wir die Straßen sichern konnten. Dann lass uns auf unserem Weg sein. Geh schon mal voraus. Ich werde in einem Moment hinterherkommen. Wie du wünschst. Nachdem Amane sich sicher war, dass Asuma weg ist, ja, kommt sie zu dir, also zu mir hier so. Chess Infini und welche, die ihm folgen. Wir treffen uns zum ersten Mal. Ich habe auf diesen Moment gewartet, euch allen zu begrüßen. Das erste Mal? Ah, ja. Eure Verwirrung ist verständlich wegen dieser Form. Erlaubt es mir, mich vorzustellen. Ich bin Mitratrons Untergebener, der Engel Remiel. Es ist mir gegeben, über denjenigen zu wachen, der wiederbelebt. Der Engel Remiel? Metatron? Ja, Metatron klingt irgendwie wie Megatron oder so aus Transformers. Metatron ist ein Engel am nähersten zu ihm. Es ist durch Metatron, dass er seinen Willen spricht. Metatron und sein Kohort-Monitor und sein Kohort-Monitor überwachen Dämonen so, dass sie nicht in den Himmel gelangen. Ich spreche jetzt mit euch durch Amanes Kooperation. Amanes Kooperation? Also tragen die Shimonkai den Willen der Engel aus? Noch mehr Informationen. Nein, die Lehren der Shimonkai verschieben sich oder ja, sind nicht wie unser Wille. Aber Mane hat meine Worte gehört. Sie ist Sie ist im Zusammenhang mit unserem Ziel oder steht fürs Reich, ich weiß nicht genau. Irgendwie sowas war's. Hoffe ich. Ich habe mich euch gezeigt, um die Menschheit zu retten. Wenn ihr es früher getan hättet, würden Sachen nicht so schlecht aussehen, so schlecht werden. Er hat die Menschen schon vorher gewarnt, aber sie haben ihn ignoriert. Debased, became debased. What the fuck? Debased,
keine Ahnung, und haben Dämonen beschworen. All von dem hier ist, haben sie sich, hat man, of this is what man has brought up himself. All das ist, was sie auf sich selbst gebracht haben. You cannot redeem your own sins. Wenn du, ja, wenn ihr eure eigenen Sünden nicht wieder gut machen könnt, dann ist die Zukunft, die die Menschheit hält, nur Zerstörung. Das ist eine Herausforderung an die Menschheit gegeben. Ob sie es selbst bewältigen werden oder ob sie auf seine Hilfe, ja, notwendig, ob, oder ob seine Hilfe notwendig ist. Wenn es klar ist, dass es über der menschlichen Kapazität ist, wird er die Menschheit noch einmal retten. Aber wenn er es tun würde, würden sie für immer unter unserer Kontrolle leben. Ich weiß nicht, was sie die ganze mit Mans Man wollen. Ihre Autonomie ist wichtig für ihn. Er schaut Netz. Er schaut netterweise to see. He can watch to see if man. Er schaut freundlich, um zu sehen, ob sich der Mann selbst bekehren kann. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Boah. Ernsthaft, es ist irgendwie schwer, jedes Mal, wenn ich mit Amane rede, irgendwie zu verstehen, worüber sie redet. Genauso wie wenn Azura anfängt über sein Geschwafel. Ich meine, ich verstehe schon ein paar Sachen von Azura, aber von Amane verstehe ich irgendwie so wenig. Wir, seine Diener, hoffen alle dafür, dass. Oh, man kann still sorry by itself. Hoffen alle, dass die Menschheit diese Herausforderung selbst übersteht. Selber schafft. Was ist so nett darüber, nichts zu tun bis zur letzten Sekunde? Wie ich es sagte, es ist alles das, was. Also that the man may have his autonomy. Es ist alles so, dass der Mann seine Autorität behalten kann. Irgend sowas. What do we have to do? Ich kann nur fragen, einfach über die Absperrung wegzulassen, aber. Okay, hören wir mal an. Ich verstehe eure Wünsche, aber ich kann sie jetzt nicht erfüllen. Was wollte ich jetzt mit garantieren? Die Menschheit ist an einer Kreuzung. Entweder werden sie mit Dämonen laufen oder mit ihm. Damnation in Conservation. Ewige Untergebung und ewige Rettung sind immer auf der anderen Seite desselben Münze. Boah, Mann. Wie ihr wisst, ist diese Absperrung sein Wille. Enacted by Man's Corporation. Mit der Kooperation des Mannes. Das ist eine wichtige Stage. Jawohl, Stage, wir spielen jetzt Super Smash Bros. Brawl. Ja. Das ist eine wichtige Stage. It may be man's last one. In welcher sich der Mann das letzte Mal drehen kann. Das würde mich jetzt interessieren. Och man, so ein Langweiler. Jetzt habe ich gesagt, dass er selbst. Selbstsicher? Nein, nicht selbstsicher. Ja, nur an sich selber denkt.
Ja, und jetzt kommt er mir. Natürlich. Arschloch. Natürlich von eurer Perspektive. Das klingt das, was ich sage, selbst liebend. Aber reflektiert auf eure eigene Geschichte, eure eigenen selben. Wartet kurz, ich muss was machen. Jawohl, das war's dann auch. Eure eigenen egoistischen Aktionen haben diese Dämonen, haben diese verfluchten Dämonen in eure Welt gebracht. Und ja, ich habe nachgeschaut, was Selfish heißt. Weil es hat alles, was ich im Kopf hatte, hat nicht gepasst. Also, ja! Zwischen. Between we and you. Between we and you. Okay, ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler, aber zwischen mir, zwischen. Nein, ist doch kein Übersetzungsfehler. Ja, okay, oder vielleicht doch. Zwischen mir und euch, welcher ist der wahrhaftig egoistische? Depending on how many new gates, sorry. Wie viele. Komm, was denn los? Ja, ich soll aufpassen mit englischen Spielen. How many navigates this ordeal? Your journey may be, they may be at hand. Ankommend auf wie viele diese Schwierigkeit navigieren könnt, ist euer Judgment, ja. Ist. Ja, komm. Ich glaube, jeder weiß, was Judgment ist. Ich weiß bloß gar nicht, warum ich es nicht übersetzen kann. Ach du heilige Scheiße. Das ist. Was denn bloß los, ey? Das ist doch unfassbar. Eure eigene Gerichtsvollstreckung. Euer Tag des Gerichts, des jüngsten Gerichts, naja, könnte an der Hand liegen. Irgend sowas. Ihr müsst wissen, was das heißt, ja? Ja, ich sag mal nicht. If mean man deals with his next scene, Mr. Egg, if they dispose of the demons properly. Wenn der Mann mit seinen eigenen tückischen Fehlern handelt, sich um seine eigenen tückischen Fehler kümmert. Wenn sie die Dämonen richtig entsorgen, werden sie seine Vergebenheit und diese Welt bekommen, und diese Welt wird wieder einmal an den Mann gegeben. Ja, das klingt irgendwie alles so falsch. Hier wird morgen eine großartige, keine Ahnung was, Reconning. Okay, nachgeschaut, was Reconning heißt, aber es macht irgendwie keinen Sinn, weil Rechnung, Berechnung. Es würde heißen, ja, hier wird morgen eine großartige Berechnung sein. Da denke ich mir auch nur, what the fuck? Ja, also, okay. Ein Kampf gegen das alles verschlingende Feuer wird euch erwarten. Er meint Belial. Korrekt. Er trägt den Namen von Bel und er ist. Und hier ist Fire Incinerate. Und er ist Feuer, das er wiederbelebt, reinkarniert. Reinkarnation. Yeah, Yu-Gi-Oh! Das. Incinerates all, incarnates, das alles verschlingt. Wenn ihr Belder besiegt habt, konntet ihr seine Power in euch fließen,
könntet ihr fühlen, wie seine Power in euch geflossen ist. Die anderen Bells sind höchstwahrscheinlich von eurem Sieg bewusst. Wenn das so ist, ist es jetzt noch unverhindbarer, irgendwie sowas, dass ihr gegen sie kämpfen werdet. Nein! Ja. Sorry, aber Emulator hat gerade voll gespackt. Ich glaube, man hat es gemerkt. Chess, erlösche die Flamme und beschütze den Schlüssel, um die Welt zu öffnen. Es wird eventuell die Rettung für dich und deine Begleiter sein. Wenn hier etwas ist, das ihr wissen solltet, werde ich es euch jetzt sagen. What is Judgment Day? What are the angels doing? Come on, lockdown, where is the server? Jawohl. Ach komm schon. Der Rest hat mich nicht wirklich interessiert. Ich weiß, dass der Tag der Abrechnung ist. Today of Reconing. Nein, der Tag des jüngsten Gerichts ist. Ich weiß, was die Engel vorhaben. Den Rest muss ich eigentlich auch und jetzt halt was. Ich warne euch, sucht. Ist das World in Peril. Nach dem Beschwörungsserver zu suchen, ist es die Welt in den Platz der Vernichtung zu setzen. Irgendwie so. Ja, total grobe Übersetzung. Ich werde nicht mit euren Aktionen in dieser Herausforderung dazwischen kommen. Aber wenn einer ohne Kraft diesen Server sucht, wird diese Welt vernichtet. Das ist, warum ich es euch jetzt noch nicht sagen will. Gehen wir jetzt durch. Ich weiß, was der Tag des jüngsten Gerichts ist. Oder what is Judgment Day? Was ist der Tag der Gerechtigkeit. Irgendwie sowas halt grob übersetzt. Dann, was machen die Engel? Und das weiß ich. Das weiß ich eigentlich auch. Bei dem bin ich mir nicht so ganz sicher. Und ansonsten, why did you tell us this? Also, warum hat sie uns das gesagt? Show us. Dusch? What the fuck? Er duscht seine... Das klingt so geil. Seine unendliche Liebe der Menschheit. Die perfekte Reaktion für seine Liebe ist, für den Mann seine Sünden zu bereuen und diese Herausforderung zu überstehen. Ich bin nur hier, um einen Anfang für diesen Effort zu geben. Ach komm schon. Ja, gleich da. In der Hoffnung, dass es jetzt zumindest ein bisschen besser läuft. Ich weiß nicht, was los ist. So, wieder da. Wie man sieht, es läuft sogar besser. Leider ist es ein bisschen zu spät. Scheiße, hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Ich habe ein paar Sachen aus dem Hintergrund geschlossen. Wie beispielsweise Skype, Spotify, Internet, was weiß ich was noch. Ja. Wir sind auch eigentlich schon wieder am Ende von meiner Zeit. Deswegen muss ich hier euch sagen, ich werde jetzt den Part beenden, die über den Rest, den wir mit Remie / Amane zu besprechen haben, werden wir im nächsten Part sehen. Der wird dann vielleicht noch 10 Minuten dauern, weil alles, was eine Uhr drum hat, dauert eine halbe Stunde. Okay, es wird vielleicht länger wie 10 Minuten dauern.
wegen meinen super tollen Kommentaren und was weiß ich, meinen super tollen Übersetzungen. Also, auf jeden Fall, wir sehen uns dann nächsten Part wieder von Let's Play Shin Megami Tensei. Also, auf Wiedersehen, Leute, und viel Spaß mit was sonst auch immer.